Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76, heute in Crickets Fort. Ich dachte immer, das hieß Crickets. Ist das nicht Crickets Fort? Ne, Crickets Fort. Wie komme ich auf Crickets Fort? Keine Ahnung. Hallo! Sie müssen vom Team für archäologische Erhaltung sein. Ich habe ein echtes Problem. Beim Bau neuer Außentoiletten haben wir die Überreste eines Nordstaatensoldaten aus dem Bürgerkrieg entdeckt. Obwohl der Körper stark verstrahlt und eigenartig frisch ist, fast als wäre der Tod vor 20 und nicht 200 Jahren eingetreten. Nun müssen Sie die Leiche ordnungsgemäß auf dem Philippi-Friedhof begraben. Und zwar vor unserer nächsten Aufführung. Ich sage Ihnen, das gehört sich nicht. Leichen sollten nicht einfach so überall auftauchen. Alles klar, Chefe. Das machen wir. Weil es geht mir auf den Sack. Das ist mir ständig dieser Bürgermeister voll quatscht, ich soll die Leiche verbergen. Und wir machen das jetzt einfach mal. So, waren hier nicht irgendwie... Monsterinos? Ich glaube schon. Hauptsache die Dinge hier liegen einfach auf dem Tisch. So, und wir müssen sie... Wir müssen sie... dahin bringen. Das ist eine easy, leichte tägliche Quest. Das Schöne ist, die haben wir noch nie gemacht, weil ich damals die Schaufel nicht gefunden habe. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass damals die Schaufel nicht da war. Das könnte daran liegen, dass ein anderer Spieler diese Quest gemacht hat und die Schaufel mitgenommen hat. Ich bin mir halt ziemlich sicher, dass beim letzten Mal die Schaufel nicht da war. So, aufschütten. Ja, aufschütten. Tu es! Du musst die Schaufel. Ich hab doch eine Schaufel dabei, reicht das nicht? Kann mein Charakter nicht selber nachdenken? Ja, das ist eine easy tägliche Quest. Was bekommt man dafür? Fallenstelle, oh. Schon ein paar nice Sachen. Was zum. Alles klar. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal ganz kurz nach Hause und von da aus, wenn wir weiterziehen. Wir müssen ja nämlich noch ein paar legendäre Sachen loswerden und vielleicht haben wir dann 100 für eine neue Waffe. Das wäre echt schön. Aber erstmal gucken wir in unser Inventar. Ich glaube, da war nämlich noch ein 3-Sterne-Ding, was wir loswerden konnten. Falls ich das überhaupt will. Es war ja Schaden gegen Verbrannte. Also nicht Brandbestien. Oder? Ne, das war Ultrazit-Munition, die gut war gegen Brandbestien. Nutze doch den Weg, den du gebaut hast. Und der ist doch unnütz, wenn du den nicht benutzt. So. Wir sind immer noch drin, perfekt. Das eine Robotermodell, das jetzt wieder weg ist, das war doch... sag schnell. Bei den Ausstopftypen, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ach, das ist ein Torso-Mod. Ja, den lagere ich ein. So. Ich muss da erstmal noch ein bisschen Schrott ablegen. So, jetzt gucken wir mal Richtung Waffen. Was haben wir denn hier? Ich höre eine Brandbestie. Ich habe nicht mal ein Dach. Den wollte ich eigentlich verkaufen, ne? Aber weißt du was, der kann weg.
Mein Shop ist derzeit leer, registriere ich gerade. Und das hier ist eine Powerfaust, Leute. Die ist nicht für die Powerrüstung. Die ist aus einer Powerrüstung gebaut worden und ist für die Hand, deswegen kannst du weg. Oder? 208 Schaden. Ich glaube, meine jetzige Waffe ist besser. Wir haben ja den hier, ne? 226. Ich glaube, das ist noch nicht zu toppen. Ich glaube, das ist nicht zu toppen. Verursacht Schaden gegen Roboter. 30%. Ah. Das sind knapp 260 Schaden. Aber der doppelte Schaden ist, glaube ich, besser. Ja, komm, Powerfaust kannst weg. So gut bist du jetzt auch nicht. Du kannst verkauft werden. Okay, mit dem Zeug gehen wir jetzt rüber und dann verkaufen wir das. Und vielleicht sollten wir uns dann was zu essen organisieren. Wäre auf jeden Fall ein Plänchen. So. Noch ein bisschen Geld sparen. Und wir müssen mal in den Atomshop reingucken. Atomic Shop, da habe ich lange nicht mehr reingeguckt, dadurch, dass ich jetzt quasi 2 Wochen durchgepennt habe. Aber gucken, was da so Schönes Neues gibt. Höchstwahrscheinlich nur Scheiße, wie den Kühlschrank. Der Kühlschrank ist das Letzte, was ich mitbekommen habe. Danach habe ich gepennt. Ich muss sagen, nachts über habe ich natürlich auch gezockt, ne? Aber ich konnte halt nicht aufnehmen. Und ich habe halt angefangen, Dragon Quest Builders 2 zu zocken. 1 zu zocken. 2 habe ich mir runtergeladen. Dachte mir, ja, solltest du vielleicht vorher den ersten Teil spielen. Dann habe ich den ersten Teil angefangen. So. Kann man jetzt das Zeug sehen, was andere reintun? Ist eigentlich schon gar nicht mal so schlecht, die Waffe. Gebe Scheine aus, um diesen Gegenstand zurückzuhalten. Das wäre eine Impro-Pistole, die für mich ganz gut wäre. Nehme ich. Das ist seltsam, warum die da drin war. Haben die das geupdatet? So. Du kannst weg. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das Schwert brauche ich. Ah, ich wollte Elektromod daran machen. Stimmt. Du kannst weg. Powerfaust kann weg. So, die Kleidung. Kammerjäger. Die Schüssel. Und das war's. Jetzt haben wir 124. Das heißt, wir können uns mal wieder eine neue Waffe zulegen. Ich würde es echt geil finden, wenn man jetzt plötzlich da die Sachen von anderen sieht. Wieso sieht man... Was ist jetzt mit meinen Sachen? Sind die jetzt weg? Wo kommt dann die Waffe her, die ich da gerade gekauft habe? Ich hinterfrage die Scheiße jetzt einfach mal nicht. Wir akzeptieren dieses Geschenk. Verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. Hey, das ist quasi ein Update von der Waffe, die wir weggegeben haben. Wäre super. Ja, gut. Bei einer Schrotflinte ist es gar nicht so verkehrt, wenn da plötzlich 10.000 Leute auf dich zukommen und du schießt sie alle weg. Ja, ist in Ordnung. Ist zwar nicht das, was ich jetzt gesucht habe und gewollt habe, aber wir haben eine Impro-Pistole bekommen und die werden wir jetzt mal kurz aufrüsten. Warum auch immer die da drinne war. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen seltsam. Jetzt kommt langsam die Müdigkeit. Da muss ich gleich los zur Arbeit. So. Schöne Wand. Schönes Haus. Ich find's cool, dass man hier startet. Kann man das Haus in seiner vollen Schönheit sehen.
und sich nur mal ein Bein brechen, bevor man einkaufen geht. Okay, gucken wir mal, was wir daraus zaubern können. Vorher würde ich halt gerne nochmal ein Redaway zu mir nehmen. Plus ein Steam. Einfach nur für den Fall dafür, dass ich währenddessen angegriffen werde. So, modifizieren wir mal das kleine Viech. Oh, die haben ein Update rausgebracht, dass es noch Mods zum Freischalten gibt. Cool. Mods freigeschaltet 36 von 43. Das heißt, da gibt es noch eine Menge zum Freischalten. Cool. Mods freigeschaltet 0 von 1. Ich habe da eine Zusatzklaue. Okay, es gibt nur die Zusatzklaue. Alles klar. So. Bei der Imp. Da haben wir auch noch nicht alles freigeschaltet. Krass. Finde ich ja mal nice. Also, wir können gehen auf abgestimmter Verschluss, verbesserte Feuerrate, erhöhter Schaden oder verbesserte Präzision aus der Hüfte, erhöhter Schaden. Ich glaube, da ist verbesserte Feuerrate besser, ne? Ja, definitiv. So, Stummellauf. Reichweite. Brauchen wir Reichweite? Kurzer Standardlauf. Reichweite 132. 216. 232. Verbesserte Reichweite, Rückstoßdämpfung und Präzision aus der Hüfte. Verbesserte, überlegene Reichweite, verbesserte Rückstoßdämpfung, verbesserte Präzision aus der Hüfte. Überlegene Reichweite, überlegene Präzision aus der Hüfte. Verbesserte Reichweite, Präzision aus der Hüfte brauche ich alles gar nicht. Verbesserte Reichweite, überlegene Rückstoßdämpfung, das brauche ich. Überlegene Reichweite und Rückstoßdämpfung, da habe ich ja beides. Ja, ich habe mich entschieden. Dann haben wir hier... Ja, aber dann ist das ja keine Pistole mehr, oder? Sobald wir den Standardgriff verändern, ist das doch keine Pistole mehr. Kann das sein? Wir können es einfach mal testen. Oh, cool. Fehlt mir Glas. Oh, da habe ich ein bisschen was weggeworfen. Könnte ich gleich einsammeln. Moment. Ach, das hier wollte ich eigentlich. Kristallscherben, ne? Ne, Glasscherben. Ich glaube, Glasscherben war richtig. Hätte zum Bodden wechseln, bitte. Dankeschön. So. Okay, dann, wo waren wir stehen geblieben? Beim Visier, ne? Überlegene Vergrößerung. Erhöhte Vergrößerung. Ja, was brauche ich denn hier, ist die Frage. Nachtsicht, Leucht. Kurzreich, Aufklärung. Aufklärung ist eigentlich genau das, was ich brauche, ne? Wissenschaftler Rang Nummer 2. Waffenschmied Rang 1. Das ist ja gar kein Problem. Wissenschaftler Rang Nummer 2. Hallo, ich wollte raus. Habe ich das Zeug denn? Wir haben ja extra noch ein Level-Up aufgespart für den Fall der Fälle. Wissenschaftler. Verdammt, ich habe nicht mal eins, oder? Gut, dann gehen wir auf Wissenschaftler. Das Problem ist, ich brauche wahrscheinlich beides. Aber ich habe bestimmt noch einen anderen Waffenschmied am Start, oder? Fug. Glaub nicht. Ja, ich meine, im Endeffekt ist das jetzt nicht so wichtig. Jetzt habe ich einen Punkt ausgegeben, jetzt ärgere ich mich. Aber, naja. Wissenschaftler Rang 1 und Waffenschmied Rang 1. Ich baue noch mal Waffenschmied. Das führt kein Weg dran vorbei. Ich brauche dieses Aufklärungsfernrohr. Ich brauche es einfach. Es ist wichtig. So. Zielfernrohr.
Ja, was nehmen wir denn? Warum nehmen wir das so lange? Und natürlich ein Schalldämpfer. Ich habe kein Plastik. Mein Kühlschrank. Ah. So. Schalldämpfer. Jawohl. So, unser neuer Stefan ist fertig. Aber ich glaube nicht, er ist halt keine Pistole mehr, ne? Er ist, glaube ich, einfach keine Pistole mehr. Ist einfach nur das Ding in besser. Oder nicht mal in besser. Hm. Ich hab's misshandelt. Hallo? Okay, 144 Schaden. Moment. So. Hallo? Hat jemand zurückgeschossen? Ich dachte nur, die Russen schießen zurück. Wo ist der Kommunist? Ah, ich wusste, dass es ein Kommunist ist. Okay, 100... Ja, gut, ich baller dich so ab. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Waffe so schlecht sein würde. Das war doch mal eine Pistole, jetzt ist es ja eine Sniper geworden. Ich habe daraus einen Sniper gemacht. Impro-Repetierer. Egal, 144 Schaden. Gucken wir erstmal. Wir haben ja hier den hier. Zack. Nehmen wir mal kurz das hier alles raus. Einfach nur Test ist halber. 230. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Okay. Alles klar, alles easy. Und 308er Munition war, glaube ich, auch nicht so krass herzustellen. Aber das heißt, im Umkehrschluss, wir haben ein Problem. Wir haben aus Agility jetzt ziemlich viel rausgenommen, ne? Jetzt habe ich natürlich eine Waffe mit perversen Schaden. Gerade auch gegen Verbrannte. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Das wäre schon wichtig. Gerade der Sandmann. Scheiße, ich brauche wieder 2 Punkte in der Agility. Uff. Ja, wo nehme ich die her? Hierher. Wenn ich die hier jetzt rausnehme. Das heißt, es ist gleichzeitig eine Pistole und eine Flinte. Okay. Also ein Gewehr und eine Pistole gleichzeitig sozusagen. Es erklärt, wo dieser hammerharte Damage herkommt. Das heißt, wir haben 2 Punkte.
Scheiße. Ein Punkt sozusagen, weil wenn ich hier noch Panzerkiller mit rein tue. Ja gut, hier der Messi, wenn der Messi weggeht, ist das ja in Ordnung. Weil das hier brauche ich. Ist alles nicht so einfach, Leute. Okay, hauen wir das mal so raus. Hier, die Stärkepunkte können raus. Zwei Punkte noch in Panzerkiller. Dann ist das hier jetzt meine Mörderwaffe. Alles klar. Bei 230 Damage. Es ist schon nicht ohne. Mach ich jetzt eigentlich auch. Im Umkehrschluss der hier mehr Damage? 330? Achso, Munition. Ah, alles klar. Ich dachte schon. Puh. Okay, 170. Ah, 230 Schaden, ey. Das ist schon nicht schlecht. Wieso bin ich nicht vorher auf die Idee gekommen? Gut, Nero, behalte den Fokus. Behalte den Fokus. Wir haben ja noch nicht mal alle Mods dafür gefunden. Das heißt, wir könnten sogar noch einiges da raushauen, ne? 308er Munition. Davon habe ich noch ein paar. Alles klar. So, dann kann das alles mal weg. Eigentlich kann doch die Sniper dann weg, ne? Ich habe jetzt eine neue Sniper. Oh. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach, Leute. 1 Milliarde Fusionskerne, ja, wieso nicht? 5 Miniaturbomben. Okay, die Miniaturbomben müssen wir denen nicht raushauen. Wir brauchen einfach nur einen Ort, wo ganz, ganz viele Billo-Gegner auf einem Haufen sind. Die Frage ist, zählen Glühwürmchen als Gegner? Weil wenn ja, wüsste ich, wo ich die Atombombe sprengen möchte. Schreibt mir mal in die Kommentare, wo könnte man am besten Mini-Atombomben hinwerfen? Sagt mir jetzt aber nicht auf Schulen, das wäre gemein. Wir wollen ja hier sachlich bleiben. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben eine neue Waffe, die wir unser eigen nennen. Wir müssen jetzt natürlich unser Bild natürlich dementsprechend umändern. Ich weiß nicht, ob ich hier das Aufklärungsziel für ein Rohr einfach runternehmen kann und auf eine andere Waffe packen könnte. Ich glaube nicht, dass es geht, ne? Nee. Das geht nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann, vielleicht finden wir bis dahin schon heraus, wo wir die unsere Atombomben starten. Haut rein, euer Zero. Tschüss.